Dienstagnachmittag vor einer Arztpraxis in München. Was bei Kontraste extrem irreführend als ganz normale Arztpraxis dargestellt wird, ist in Wirklichkeit eines der größten Abtreibungszentren Deutschlands. Etwa 50.000 Ungeborene wurden in dieser Arztpraxis getötet. Der unheimliche Ort ist das Resultat politisch falscher Entscheidungen und hat, Gott sei Dank, den Widerstand couragierter Menschen herausgefordert. Kein Wort davon bei Kontraste. Nach den uns vorliegenden Informationen finden hier jährlich etwa 4000 vorgeburtliche Kindstötungen statt. Nicht nur die Zahlendimension des Geschehens wird durch den Fernsehjournalismus à la RBB ausgeblendet. Auch die katastrophalen Folgen für die beteiligten Frauen werden unterschlagen.